Pflanzen gibt es überall auf der Welt. Ohne sie könnten wir nicht überleben. Alle von ihnen produzieren Sauerstoff. Manche nutzen wir als Nahrung oder Rohstoff. Wir kennen inzwischen rund 330.000 verschiedene Pflanzenarten. Um zwischen diesen Pflanzenarten unterscheiden zu können, schauen wir uns verschiedene Merkmale wie zum Beispiel die Wuchsform, die Blätter oder wenn vorhanden auch Blüten und Früchte an. Entsprechend können wir Pflanzen in vier Untergruppen einteilen: Moose, Gefäßsporenpflanzen, Nacktsamer und Bedecktsamer. Moose sind wechselfeuchte Pflanzen, das heißt, sie nehmen den Feuchtigkeitszustand ihrer Umgebung an. Mit Hilfe von Haftfasern, sogenannten Rhizoiden, halten sich die Moose am Untergrund fest. In der Regel haben Moose kein Stütz- oder Leitgewebe wie Wurzeln, durch das sie Wasser transportieren könnten. Ein solches Gewebe haben die Gefäßsporenpflanzen, die die nächste Untergruppe der Pflanzen bilden. Einige Gefäßsporenpflanzen bilden weibliche und männliche Keimzellen, die sich treffen müssen, damit eine neue Pflanze entstehen kann. Dabei sind sie auf Wasser angewiesen, das sie als Fortbewegungsmittel für die männlichen Keimzellen nutzen. Zu den Nacktsamern gehören Pflanzen, die ihren Samen außen tragen, wie zum Beispiel in einem Tannenzapfen. In dieser Pflanzengruppe tauchen auch zum ersten Mal Gehölzpflanzen auf, die über mehrere Jahre eine feste, verholzte Struktur wie einen Stamm aufbauen können. Die Nacktsamer nutzen den Wind, der die männlichen Keimzellen verbreitet. Mit dessen Hilfe gelangt er so an den von außen frei zugänglichen zuckerhaltigen Bestäubungstropfen, in dem sich die weibliche Keimzelle befindet. Die vierte Untergruppe bilden die Bedecktsamer. Wie der Name schon sagt, ist der Samen bei ihnen eingeschlossen, wie beispielsweise bei einem Apfel. Der Samen ist geschützt in der Mitte der Frucht, die mit ihrer Farbe und ihren wertvollen Nährstoffen unwiderstehlich für Tiere ist. Aber auch verlockend duftende Blüten mit ihrem süßen Nektar locken Tiere zum Bestäuben an. Ohne dass die Tiere es überhaupt merken, werden sie von den Bedecktsamern als Transportmittel für die Samen und als Bestäuber der Blüten genutzt. Das war die Taxonomie der Pflanzen. Wie Tiere und Pilze unterschieden werden, darum geht es in einem anderen Video.